Servus Leute, ja, ihr habt vielleicht mein Messehall Oktober Neuzugänge Video gesehen. Ich glaube, das wird das letzte Video gewesen sein. Ja, und ganz am Schluss eines der Highlights von den Büchern, die ich von der Frankfurter Buchmesse mit nach Hause genommen habe, ist auf jeden Fall Harrowmore Souls Zimmer 111. 200, ist klar. Aus dem Sternensand Verlag. Und die Miriam Rademacher hat es geschrieben, die Autorin von Benji Livy. Ja, das ist ein Spin-off, das im Prinzip nach dem vierten Teil von Benji Livy einsetzt. In Benji Livy, die Protagonistin Allison, taucht ja, ohne zu spoilern, ja, sie, sagen wir mal so, Allison entsteht so im Band 3 und entwickelt sich dann weiter und verlangt immer mehr Aufmerksamkeit eben in den Benji Livy Romanen. Ne? Deswegen hat sich quasi Miriam Rademacher gezwungen gefühlt, würde ich mal fast sagen, gezwungen von Allison, der Protagonistin hier, ja, ihr einen eigenen Roman zu geben, ein eigenes Spin-off. Ich lese euch mal ganz kurz hier das vor. Harrowmore Souls, Zimmer 111. Seltsame Dinge ereignen sich in der ländlichen Idylle Cumbrias im Nordwesten von England. Immer wieder werden dort verwirrte Menschen auf den Landstraßen aufgegriffen, denen nichts als das Hemd auf dem Leib und keinerlei Erinnerungen geblieben ist. Gibt es eine übernatürliche Ursache für das Phänomen? Die Anwaltskanzlei Harrowmore Souls, die von Allison Harrowmore und ihrem Partner Connie Blythe geführt wird, erhält den Auftrag, diese Frage zu beantworten. Als ihr Weg die beiden seltsam selbsternannten Anwälte für Geister in das bescheidene Mayflower Hotel führt, sind sie der grausamen Wahrheit bereits gefährlich nahe gekommen. Hört sich das nicht richtig geil an? So eine richtig coole Geister-Gruselgeschichte, die ja, wer Miriam Rademacher kennt, auch noch irgendwie lustig ist. Also ich finde es unheimlich erfrischend, lustig und ehrlich, ich bin in diese Allison verliebt. Ich liebe diesen Charakter so heftig. Das ist so eine coole Type, ja. So ein cooles Mädel, so eine tolle Frau. Die ist so cool. Ey, Hammer. Ohne Witz, ich mag den Charakter so, so gern. Die Story ist so cool. Die einzelnen Charaktere sind der absolute Hammer. Selbst der kleinste Nebencharakter ist so was von überfüllt mit Leben. Ja? Kennt ihr das, wenn du liest so eine Geschichte und du hast so viele Nebencharaktere, die so, ja, die halt von den Autoren so mal kurz ein bisschen umrissen sind und einfach immer, ja, halt ein bisschen zweidimensional
wirken. Aber in Harrowmore Souls, ohne Witz, jeder einzelne dieser Charaktere ist mit so viel Leben, so plastisch fühlbar dargestellt, mit so viel Leben erfüllt, wenn man das bei Geistern so sagen kann. Denn selbst, wie gesagt, selbst die Geister, und da gibt es coole Geister, also echt coole Geister, ohne Witz, also die Geschichte ist über Hammer. Und ich meine, ich würde euch so gerne den Schluss erzählen. Ohne Witz, das. Weil der ist cool. Der Schluss ist der. Ist echt. Oh, Zucker. Wie erklärt man das? Stellt euch mal vor, du hast am Schluss nochmal so diesen ultra spannend ist übertrieben, aber du hast so zwischen spannend und ein Gag, ja, wo du dir denkst, das wird heftig im zweiten Teil. So dieser geniale Twist nochmal ganz zum Schluss, der dir, boah, wird das Buch, der zweite Teil, ich will sofort den zweiten Teil lesen. Auch wenn ich hätte schon gerne, Miriam, ich hätte schon gerne Fortsetzung von Benji Livy, aber nachdem ich, ohne Scheiß, ja, ich habe ja auf der Buchmesse zu dir gesagt, ich brenne schon auf den nächsten Teil von Benji Livy. Aber ey, ich habe jetzt diesen Twist mit einem Geist und einer Sekretärin. Mehr verrate ich auch gar nicht. Aber die liebe Miriam oder jeder, der das schon mal gelesen hat, der weiß sofort, was ich meine am Schluss. Und nachdem ich das gelesen habe, hab ich mir echt gedacht, ey, ich will sofort den zweiten Teil haben. Und nachdem ich leider keinen zweiten Teil hatte, habe ich es einfach nochmal gelesen. Ich habe das einfach zweimal gelesen, weil geil. Ja. Also ohne boah, das ist schon grenzwertig gut. Ja, ich habe eigentlich nur 15 Punkte zu vergeben, aber ja, 15 von 15 möglichen Punkten heißt eben mehr als sehr gut. Aber das streift schon ganz, ganz heftig an die Over-the-Top-Grenze. Ist noch nicht, aber also da kratzt schon echt hart dran. Also ich kann euch nur raten, holt euch Harrowmore Souls und holt euch sowieso Benji Livy, weil hammer geile, spannende, lustige, brutal coole Story, ne? Also gibt's ja im Sternenzahn Verlag, wie gesagt, aber gibt's auch überall so, glaube ich, hoffe ich, muss. Ja, Link ist in der Videobeschreibung. Tja.
In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.